Wie gut konnten sich die alten Ägypter im Weltraum orientieren? Man könnte meinen, dass die Bilder des Himmels von vor Tausenden von Jahren ohne Teleskope nur die Sonne, den Mond und eine Handvoll heller Sterne zeigen sollten. Auf dem Dendera-Zodiac haben die alten Ägypter aber auch ein Muster zwischen Mars, Merkur, Jupiter und Venus gefunden, das sich alle 1000 Jahre am Himmel wiederholt. Und das mit einer solchen Präzision, dass Wissenschaftler mithilfe moderner Berechnungen das Datum bestimmen konnten, an dem der geheimnisvolle Tierkreis entstanden ist, das Jahr 50 vor unserer Zeit. Und obwohl Ägyptologen glauben, dass das Bild eher rituell ist, behaupten andere Forscher, dass der Tierkreis von Dendera für die damalige Zeit zu detaillierte astronomische Informationen über Sterne und Planetenbewegungen enthält. Tatsächlich glaubten die alten Ägypter mit Blick auf die Sonne, dass Ra sie an den Himmel brachte. Es könnte aber auch sein, dass sie doch ein tieferes Wissen hatten, als wir normalerweise von ihnen erwartet haben. Und der Tierkreis von Dendera ist bei weitem nicht das einzige Artefakt, das das beweisen kann. In diesem Video erfährst du, warum glaubte Stephen Hawking, dass die alten Ägypter die Hilfe einer höher entwickelten Zivilisation in Anspruch nahmen? Konnten sie wirklich Material aus dem Weltraum verarbeiten? Was deutet darauf hin, dass sie schon tausende von Jahren vor Kolumbus Kontakt mit Amerika hatten? Welche geheimnisvollen Artefakte und überraschenden Entdeckungen können unsere Vorstellung vom alten Ägypten auf den Kopf stellen? Einige Funde beweisen, dass die Technologien der alten Ägypter viel fortschrittlicher waren als allgemein angenommen. Wissenschaftler finden die Helikopterhieroglyphen aus vielen Gründen interessant. Sie sind mit die ältesten und sie waren der Schlüssel zum Entziffern der frühen Hieroglyphenschrift. Aber das größte Rätsel ist, was die Bilder eines Hubschraubers, eines U-Boots und eines Flugzeugs dort zu suchen haben. Die offizielle Version besagt, dass es sich nur um einen sehr merkwürdigen Zufall handelt. Der Punkt ist, dass diese Hieroglyphen im Osiris-Tempel in Abydos abgebildet sind, dessen Bau von Pharao Seti I. initiiert wurde und von Ramses II. Vollendet wurde, der die Hieroglyphen seines Vorgängers verputzen und seine eigenen darauf neu einritzen ließ. Das nennt man ein Palimpsest. Im Laufe der Jahre erodierte der Gips teilweise, sodass sich die Hieroglyphen überlagerten und die Bilder entstanden, in denen wir die modernen Erfindungen sehen. Einige Forscher sind jedoch skeptisch, was die wissenschaftliche Erklärung angeht, denn sie erscheint ihnen zu verdächtig, um ein Zufall zu sein. Es kann doch kein Zufall sein, dass die Hieroglyphen erodieren und sich zu eindeutigen Bildern von modernen Maschinen überlagern. Die Ärztin Ruth McKinley Hover behauptet, dass dies ein direkter Beweis dafür ist, dass die Technik der alten Ägypter hochentwickelt war. Ihrer Version zufolge hatten sie vor ein paar tausend Jahren Hubschrauber, U-Boote und Flugzeuge, aber das waren supergeheime Technologien. Aber wenn es so gewesen wäre, hätten die Assyrer die Maschinen bestimmt in den Schlachten mit den Ägyptern gesehen. Dann würden ihre Fresken, die die zahlreichen Schlachten gegen die Armeen der Pharaonen darstellen, ungefähr so aussehen. Deshalb scheint diese Theorie zu unglaubwürdig zu sein. Aber was ist mit dem Saqqara-Vogel? Er wird oft als Beweis dafür angeführt, dass die alten Ägypter die Gesetze der Aerodynamik kannten. Einige Wissenschaftler halten diese Figur für ein bloßes Spielzeug, ein Relikt aus dem Kult des Falkengottes Horus. Der Ägyptologe Khalil Mesia behauptet jedoch, dass es sich bei dem Saqqara-Vogel um das Modell eines antiken Segelflugzeugs handelt, das bisher weder überlebt hat noch gefunden wurde. Mesia erklärt das Fehlen des horizontalen Stabilisators, der zum Fliegen notwendig ist, damit, dass er verloren gegangen sei. Der Forscher hat sogar ein Experiment durchgeführt. Er baute das Modell des Saqqara-Vogels nach und führte das fehlende Teil hinzu. Als Ergebnis des Experiments stellte Mesia fest, dass der Vogel tatsächlich in der Lage war, mehrere Meter weit zu gleiten. Martin Gregory, ein Spezialist für die Konstruktion und Steuerung von Segelflugzeugen, führte ein ähnliches Experiment mit dem Saqqara-Vogel durch.
Gregory erstellte Kopien des Sakara-Vogels und führte eine Reihe seiner eigenen Tests durch. Dank ihnen wurde deutlich, dass der Vogel ohne das Höhenleitwerk absolut instabil war. Aber eine genauere Untersuchung des Artefakts zeigte, dass es offensichtlich nie vorhanden war. Stattdessen ist dieses Modell eine wunderbare Wetterfahne. Es zeigt die Windströmung genau und gleichmäßig an, was bedeutet, dass die alten Ägypter definitiv wussten, wie man die Windenergie nutzt. Könnten sie den Vogel also möglicherweise zum Aufladen verwendet haben? Das Lichtrelief von Dendera zeigt eindeutig eine Frau, die ein großes Beleuchtungsgerät in den Händen hält. Das Relief wurde im Hathor-Tempel gefunden und scheint absichtlich in engen, schwer zugänglichen Räumen unter dem Boden versteckt worden zu sein. Außerdem kann es nicht als Palimpsest erklärt werden, denn das Bild ist genauso erhalten, wie die alten Ägypter es aussehen ließen. Nichtsdestotrotz erklären Ägyptologen die mysteriöse Glühbirne im Relief als eine Kombination typisch ägyptischer Symbole. Der Djed, der Osiris repräsentiert, und eine Schlange, die aus einer Lotusblume wächst. Das Djed stand für Stabilität und Beständigkeit, während die Schlange und der Lotus für Wohlstand standen. Aber viele Forscher sind mit dieser Erklärung nicht zufrieden, vor allem wenn man die Ähnlichkeit des Lichtreliefs mit der Kruxröhre bedenkt. Haben sie ihre Gräber wirklich mit etwas Ähnlichem beleuchtet? Elektrizität war für die alten Ägypter sehr nützlich, um das Material für den Bau ihrer Tempel und Pyramiden zu verarbeiten. Heute wird er mit Baggern, Bulldozern und Sprengstoff abgebaut. Ich spreche von hochfestem Granit. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die alten Ägypter Holzkeile in bereits vorhandene Risse und Schwachstellen im Gestein trieben und sie dann mit Wasser tränkten. Das Holz dehnte sich aus und spaltete so den Granit. Und um sie zu verarbeiten, sollen sich die alten Ägypter laut offizieller Wissenschaft mit den bei Ausgrabungen gefundenen Werkzeugen begnügt haben oder schriftlich oder als Zeichnung dokumentiert. Aber wie bohrt man Löcher in den Granit? Heute verwendet man zum Abschleifen diamantbesetzte Bohrer oder Wasser unter enormem Druck. Aber wie die alten Ägypter das gemacht haben, ist bis heute unklar. Denn das Kupfer, das sie damals hatten, war zu weich zum Bohren. Es wird vermutet, dass sie Sand als Schleifmittel verwendeten. Einige Wissenschaftler glauben jedoch, dass die alten Ägypter den Granit mit Hilfe von Schallgeräten gebohrt haben, die noch unentdeckt sind. Generell gibt es noch viele Lücken in der Baukunst der alten Ägypter. Aber nach ihren architektonischen Errungenschaften zu urteilen, können sie nicht ohne zusätzliches Wissen ausgekommen sein. Könnten die alten Ägypter doch schlauer gewesen sein, als wir denken? Forscher betrachten die große Pyramide von Gizeh als einen der wichtigsten Beweise dafür. Sie ist die größte und gleichzeitig älteste Pyramide des alten Ägyptens. Sie ist 146,5 Meter hoch und wurde 2600 vor unserer Zeit gebaut. Sie besteht aus etwa 2,3 Millionen Blöcken, die jeweils etwa 2 Tonnen wiegen. Nach unterschiedlichen Schätzungen dauerte der Bau 20 bis 40 Jahre und birgt noch immer viele Rätsel. Wie haben es die Ägypter geschafft, das größte Bauwerk der antiken Welt relativ schnell zu errichten? Die Wissenschaftler konnten nur einige Bauphasen erklären. Die Steinblöcke wurden im Steinbruch südlich der Pyramiden abgebaut und um den Transport solcher Lasten in der Wüste zu erleichtern, befeuchteten sie den Sand mit Wasser. Das erklärt aber nicht, wie die Ägypter die Blöcke mehr als 100 Meter über den Boden gehoben haben. Wissenschaftler glauben, dass dazu eine Rampe nötig war, also ein gleichmäßiges Gefälle, das es einfacher machte, die Blöcke bergauf zu ziehen. In Hatnup fanden Archäologen eine solche Rampe, die direkt in den Fels gehauen war. Sie war ziemlich steil und wurde auf beiden Seiten von Treppen mit sich wiederholenden Löchern flankiert, in die früher Holzpfosten gerammt wurden. Es gibt auch Spuren des Systems aus Seilen und Flaschenzügen, also Rädern, die die Seile spannten. Bei aller technischer Komplexität ist diese Rampe jedoch zu klein, um die große Pyramide von Gizeh zu bauen.
Den Schätzungen zufolge würde das Heben von Blöcken für sie eine Steigung erfordern, in einem Winkel von etwa 20 Grad. Das bedeutet, dass die Rampe, die sie an die Riesenpyramide anbauen mussten, nicht weniger kolossal sein dürfte. Aufgrund dieser Ungereimtheiten ist der britische Schriftsteller und Journalist Graham Hancock der Meinung, dass die Pyramiden tatsächlich von Vertretern einer hochentwickelten antiken Zivilisation gebaut wurden, weil den Ägyptern selbst die Ingenieurskunst gefehlt haben dürfte, um sie zu errichten. Es gibt auch hitzige Diskussionen über ihre anderen Parameter. Der belgische Schriftsteller Robert Bauval fand einen Zusammenhang zwischen der Positionierung der drei Hauptsterne im Gürtel des Orion und der drei Hauptpyramiden im Gizeh-Komplex. Seiner Meinung nach verfügten die alten Ägypter über relativ fortschrittliche Kenntnisse in Astronomie und Geografie, um die Pyramiden genau mit den Sternen in Verbindung zu bringen. Aber an dieser Theorie ist noch mehr dran. Wissenschaftler sagen, dass die Pyramiden etwa 500 Jahre vor unserer Zeit gebaut wurden. Das heißt, jede Ähnlichkeit zwischen den Pyramiden und dem Himmel muss sich auf die damalige Verteilung der Sterne beziehen. Aber der Sternenhimmel verändert sich im Laufe der Jahre und dementsprechend hatte der Orion vor 4.500 Jahren eine ganz andere Anordnung. Aber selbst bei der heutigen Ausrichtung der Sterne ist die Korrelation nicht genau. Mithilfe der Ausrüstung eines Planetariums fanden die Astronomen heraus, dass entweder die Verteilung des Oriongürtels oder die der Pyramiden verschoben sein müsste, damit die Pyramiden in der Form des Oriongürtels ausgerichtet sind. Am meisten beeindruckt sind die Wissenschaftler von der exakten Übereinstimmung der großen Pyramide von Gizeh mit den Himmelsrichtungen Norden, Süden, Westen und Osten. Jahrelang haben Forscher versucht zu verstehen, wie die alten Ägypter das gemacht haben. Hinzu kommt, dass die Sonne zur Wintersonnenwende über der Pyramide von Menkaure untergeht. So entstand die offizielle Erklärung, nach der die antiken Ingenieure die Pyramiden ausrichteten, indem sie die Bewegung der Sonne sorgfältig beobachteten. Oder verfügten sie über das nötige Wissen, um Kompasse zu bauen, aber diese Artefakte sind einfach nicht erhalten geblieben? Oder besaßen sie einen viel detaillierteren Leitfaden in der Astronomie, als wir denken? Und nicht nur in der Astronomie. Scarlett Moffat, die an der amerikanischen Show I'm a Celebrity 2016 teilnahm, schockierte das Publikum, indem sie behauptete, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum genau mit der Breite der Spitze der großen Pyramide von Gizeh übereinstimmt. Und das ist eine Tatsache, die du nicht leugnen, aber auch nicht erklären kannst. Wie konnten die alten Ägypter von der Lichtgeschwindigkeit wissen? Traditionell erklären Wissenschaftler dies als absoluten Zufall. Aber Moffat hat ihre eigene Theorie. Sie sagte, dass man sich nach Einsteins Theorien schneller als das Licht bewegen muss, um in der Zeit zu reisen. Das bedeutet, dass Menschen aus der Zukunft die Lichtgeschwindigkeit brechen konnten, um ins alte Ägypten zu reisen. Und sie bauten die Pyramiden als ziemlich bemerkenswerte und vor allem langlebige Objekte, die einen offensichtlichen Hinweis darauf geben, dass Zeitreisen tatsächlich möglich sind. Natürlich machten sich sogar die Zuschauer der Show über Moffat lustig, aber schon bald unterstützte Stephen Hawking selbst ihre Theorien. Er schickte ihr einen Brief, in dem er behauptete, dass die Zeitreisetheorie ein legitimer Grund für die seltsamen Koordinaten der Pyramiden sein könnte. Wenn die Geheimnisse des alten Ägyptens so ernsthafte Wissenschaftler dazu bringen, über solch fantastische Reisen zu sprechen, wie könnten wir dann noch seltsamere Funde des alten Ägyptens erklären? Viele Forscher spekulieren, dass die alten Ägypter nicht mit Menschen aus der Zukunft, sondern mit Außerirdischen Kontakt aufgenommen haben. Aber was, wenn wir annehmen, dass das stimmt? Dann brauchten die alten Ägypter einen Ort, um das Wissen der Außerirdischen zu speichern. Nach den meisten dieser Theorien sollten wir in den Schächten im Inneren der großen Pyramide von Gizeh danach suchen. Sie reichen von der sogenannten Königskammer bis in die unbekannten Tiefen unter der Pyramide. Einige Wissenschaftler vermuten, dass diese Schächte der Belüftung dienten, obwohl unklar ist, warum die Toten Zugang zu Sauerstoff brauchten.
Eine andere Vermutung besagt, dass die Schächte als Ausgänge in den Himmel gedacht waren. Zwei Forscher, Virginia Trimble und Alexander Badawi, fanden heraus, dass einer der Schächte gerichtet ist an der Stelle, an der sich der Polarstern befand, als die Pyramide gebaut wurde. Der andere Schacht blickt angeblich auf den Gürtel des Orion. Diese beiden Himmelsobjekte hatten in der altägyptischen Mythologie eine große Bedeutung. Oder könnten sie der Ort sein, an dem die Tiefen der Pyramide kosmische Signale empfangen hat? Viele Anhänger der Theorie des außerirdischen Kontakts würden das gerne glauben, aber in Wirklichkeit sind die Schächte mit massiven Steinen versperrt, die einen direkten Zugang zum Himmel verhindern. Wissenschaftler der Universität von Leeds in Großbritannien haben versucht, das Problem zu lösen. Sie haben einen Roboter entwickelt, der 60 Meter in einen der Schächte hineinfuhr und er produzierte 9 Stunden Filmmaterial. Am Ende des winzigen Tunnels fuhr der Roboter um einen der Steine herum, die den Durchgang blockierten. Hinter dem Stein fand er eine kleine Kammer mit komplexen Symbolen auf dem Boden. So etwas würde man in Lüftungsschächten nicht erwarten, oder? Was sich jedoch hinter dem zweiten Stein befindet, der den Roboter nicht passieren konnte, bleibt ein Geheimnis. Einige Forscher glauben, dass die Schächte in die Kammern der Pyramide führen, in dem die geheimen Überlieferungen außerirdischer Zivilisationen versteckt sind. Und diese scheinbar lächerliche Idee erhält immer wieder unerwarteten Rückhalt. Dr. Kathy Forty hat es geschafft, in den Osiris-Schacht zu gelangen. Diese Kammer hat 3 Ebenen, von denen die letzte zu Wassertunneln führt, die über 38 Meter unter der Erde liegen. Nach der ersten Ebene, in der es wegen der fehlenden Belüftung schwer zu atmen war, betrat Kathy eine Steinkammer mit 7 Löchern für Sarkophage. Und nur 2 von ihnen waren an ihrem Platz. Diese Sarkophage sind aus schwarzem Basalt und Granit gefertigt, wiegen mehrere Tonnen und gehörten früher den Auserwählten, Wächtern und hohen Priestern. Die 3. Ebene des Osiris-Schachts steht seit 34 Jahren unter Wasser, was die Erkundung erschwert. Aber Dr. Forty hat einen Blick in den überfluteten Schacht geworfen. Durch das Wasser hindurch sah sie eine Steinplatte, die mit undeutlichen Symbolen bedeckt war und unter der sich ein weiterer, geheimnisvoller Sarkophag verbarg. Ägyptologen vermuten, dass es sich um das Grab des Osiris handelt, denn der Schacht ist nach ihm benannt. Nach vielen Theorien, die auf altägyptischen Mythen basieren, war Osiris ein Vertreter einer außerirdischen Zivilisation, der die alten Ägypter mit geheimem Wissen versorgte. Was wäre also, wenn sein Grab einen unterirdischen Komplex verbirgt, in dem, weit weg von Räubern, nicht nur außerirdische Manuskripte, sondern auch Hinweise kosmischer Technologien versteckt sind? Wie dieses Metallartefakt, das in Gräbern nicht weit von Kairo gefunden wurde. Es wurde etwa 3.500 Jahre vor unserer Zeit hergestellt und ist damit das älteste aus Metall gefertigte ägyptische Accessoire. Früher glaubte man, dass die Perle mit einer unbekannten Methode geformt wurde, aber neuere Untersuchungen des Materials ergaben eine hohe Konzentration von Nickel. Das deutet auf einen meteoritischen Ursprung hin. Das bedeutet, dass die Ägypter buchstäblich Schmuck aus dem All besaßen. Wissenschaftler vermuten, dass die Priester die Meteoriteneinschläge genau beobachteten. Für sie hatte das himmlische Metall einen besonderen Wert und eine religiöse Bedeutung. Die Befürworter der Paläokontakttheorie glauben jedoch, dass solche Artefakte nichts anderes als Geschenke von Vertretern außerirdischer Zivilisationen waren. Wenn das so ist, war eine Perle nicht alles. Der Dolch von Tutanchamun wurde etwa 1330 vor unserer Zeit mit der Mumie des Pharaos begraben. Er ist ebenfalls aus einem Meteoriten gefertigt. Aber das Beeindruckendste ist an dem Dolch nicht der kosmische Ursprung des Metalls, sondern die Tatsache, dass er geformt wurde und feine und detaillierte Verzierungen aufweist. Für Ägyptologen ist das zwar nicht überraschend, da die besten Handwerker Dekorationen für die Pharaonen anfertigten, aber dennoch glauben einige Forscher, dass der Dolch ein Geschenk von Außerirdischen war. Natürlich ist es nicht das Lichtschwert von Luke Skywalker, aber es ist trotzdem cool. Wenn die alten Ägypter wirklich die geheimen Kenntnisse aus dem Weltall besaßen, haben sie sie auf jeden Fall sehr gut versteckt. So gut, dass es scheint,
als könnten normale Menschen das nicht tun? Was wäre, wenn die alten Ägypter keine außerirdischen Kontakte brauchten, weil sie selbst Außerirdische waren? Wir wissen immer noch nicht genau, woher Nofretete kam, wann sie starb und wo sie begraben ist. Es scheint, als wäre sie aus dem Nichts aufgetaucht und dann einfach verschwunden. Gleichzeitig ist klar, dass Nofretete einen großen Einfluss auf das alte Ägypten hatte. Das beweisen Bilder, auf denen sie genauso groß wie ihr Mann, der Pharao Echnaton, abgebildet ist. Und ihre berühmte Büste beeindruckt die Menschen immer noch sehr mit ihrem Aussehen, das überraschenderweise modernen Schönheitsstandards entspricht. Man hat das Gefühl, dass ihr Erschaffer, Thutmose, sich von den Seiten der Vogue inspirieren ließ. Wissenschaftler glauben, dass die Nofretete-Büste so etwas wie das Werbemodell des Bildhauers ist, das sein Können und seinen Arbeitsprozess demonstrieren sollte. Aus diesem Grund ließ der Erschaffer Nofretetes Gesicht perfekt symmetrisch aussehen und folgte dabei mathematisch genauen Proportionen. Das soll auch das mysteriöse Fehlen des Auges erklären, das nie gefunden wurde. Ägyptologen vermuten, dass der Bildhauer es nicht absichtlich eingefügt hat, um einen der Arbeitsschritte zu demonstrieren. Es gibt aber auch die unglaubliche Version, dass das fehlende Auge tatsächlich eine Art Hightech-Implantat darstellt. Und woher sollte es sonst kommen, wenn nicht von Außerirdischen? Was die Sache noch interessanter macht, ist, dass es in den letzten Jahren verboten war, die Büste zu berühren, um sie nicht zu beschädigen. Oder wurde das getan, um zu verhindern, dass wir sie genauer untersuchen und Beweise für die Implantattheorie finden? War Nofretete also in beiden Bedeutungen des Begriffs eine überirdische Schönheit? Nofretetes riesige Krone, mit der sie ihre Macht demonstrierte, macht die Theorien nur noch wahrscheinlicher. Was, wenn sich darunter ein länglicher Alienschädel verbirgt? Aber wenn extravagante Kopfbedeckungen auf außerirdische Herkunft hindeuten, wäre der einfachste Weg, Außerirdische zu finden, die an der jährlichen Fashion Week teilnehmen. Interessant ist allerdings, dass Nofretetes Ehemann Echnaton eine ähnliche Krone trug. Darüber hinaus hatte er ungewöhnlich große Lippen und Ohren sowie weibliche Gesichtszüge. Deshalb vermuten Wissenschaftler, dass er unter dem Fröhlich-Syndrom litt, das für diese Art von Aussehen typisch ist. Die Krankheit beeinflusst die Pubertät, sodass die Männer weibliche Züge bekommen. Aber einige Forscher glauben, dass Echnaton einfach kein Mensch war. Zur Untermauerung dieses Arguments führen sie oft seine radikalen religiösen Reformen an. Dieser Pharao war der einzige ägyptische Herrscher, der versuchte, die Anbetung eines einzigen Gottes durchzusetzen. Die alten Ägypter verehrten jahrhundertelang verschiedene Gottheiten, aber Echnaton verbot das und entmachtete die ehemaligen Priester. Anders als die alten anthropomorphen Gottheiten wurde der neue Einzelgott Athen als Sonne dargestellt. Das heißt, ein kosmisches Symbol ohne jegliche menschliche Züge. Wissenschaftler erklären Echnatons Reform mit seinem Wunsch, die Macht der alten Priester zu untergraben und Ägypten besser mit der neuen Religion zu vereinen. Aber alternative Theorien stellen Echnaton als einen außerirdischen Missionar dar, der versuchte, einen neuen kosmischen Kult als fortschrittlicher durchzusetzen. Aber selbst wenn das stimmt, hatte Echnaton nicht viel Erfolg damit. Nach dem Tod des verrückten Pharaos kehrte sein Nachfolger Tutanchamun zu den alten Göttern und Bräuchen zurück. Und die Priester taten ihr Bestes, um jede Erwähnung des rebellischen Herrschers aus der Geschichte zu tilgen. Aber es gab in der Geschichte Ägyptens einen Mann, der sogar noch höher geehrt wurde als die Pharaonen. Er wurde als Halbgott anerkannt und ihm zu Ehren wurden Tempel gebaut. Und das alles dank seiner fortschrittlichen wissenschaftlichen Errungenschaften. Es wird angenommen, dass Imhotep die Pyramidenform für die Pharaonengräber entwickelt hat. Imhoteps berühmteste architektonische Schöpfung ist die Djoser-Pyramide, mit der die Bautradition des Alten Reiches begann. Imhotep gilt auch als Autor des Edwin Smith Papyrus, dem ersten medizinischen Werk, das der Menschheit bekannt ist. Es enthält 48 Fälle von Verletzungen sowie Beschreibungen der notwendigen Untersuchung und Behandlung. Und das alles scheint in der antiken Gesellschaft, in der vor und nach Imhotep viel zu archaische medizinische Praktiken verbreitet waren, aus dem Nichts gekommen zu sein.
Archäologen haben Mumien von Frauen mit Tätowierungen auf dem unteren Rücken gefunden. Dies geschah jedoch nicht zur Dekoration. Diese Zickzacklinien, die Symbole des Wassers, wurden auf den Körper tätowiert, um die Schmerzen während der Geburt und der Periode zu lindern. Aber schon 1000 Jahre vorher erkannte Imhotep, dass Tätowierungen nicht die besten Schmerzmittel waren. Und er verschrieb seinen Patienten echte Medizin auf der Grundlage von Substanzen, die vor Ort vorhanden waren. Zu seinen Methoden gehörten auch Untersuchungen, Diagnosen, Massagen und Ernährungsempfehlungen. Wissenschaftler erklären Imhoteps innovativen Ansatz mit seinem angeborenen Genie. Viele Befürworter der Alien-Theorien behaupten jedoch, dass das Genie in Wirklichkeit ein ganz gewöhnlicher Arzt war. Allerdings aus einer anderen, besser entwickelten Weltraumzivilisation. Auf der Erde angekommen, beschloss er, alles zu tun, um den Menschen zu helfen, die durch Tätowierungen behandelt wurden. Und wenn die einflussreichsten Persönlichkeiten des alten Ägyptens tatsächlich Außerirdische waren, sind all die seltsamen Funde und Zufälle plötzlich keine Anomalien mehr, sondern ganz normale Folgen von Paläokontakten. Warum sind dann so wenige Informationen über diese kosmischen Interventionen erhalten geblieben? Was wäre, wenn nur eine Handvoll Außerirdischer, die nach einer globalen Katastrophe von ihrem Planeten geflohen sind, es bis zur Erde geschafft haben? Nachdem sie auf der Erde Zuflucht gefunden hatten, beschlossen sie wahrscheinlich, sich bei den Menschen zu bedanken und so viel von ihrem Wissen zu teilen, wie sie konnten. Was sagst du dazu? Ist es möglich, dass sie, bevor sie sich endgültig in Ägypten niederließen, nach Amerika flogen, um die nötigen Materialien zu besorgen? Wie lässt sich sonst der folgende Fund erklären? In den frühen 90ern hat ein deutscher Toxikologe, Svetlana Balabanova, eine biochemische Analyse einer 3000 Jahre alten Mumie durchgeführt und fand Spuren von Kokain und Nikotin in ihr. Aber es ist bekannt, dass Koka und Tabak damals nur in Amerika wuchsen, während die Schiffe der alten Ägypter nur für die Fahrt auf dem Nil oder für kurze Strecken im Mittelmeer geeignet waren. Bedeutet das, dass einige der außerirdischen Pharaonen den Ozean überquerten? Tatsächlich würden die antiken Versorgungsketten für illegale Aufputschmittel und Halluzinogene vieles erklären. Was denkst du? Haben die Ägypter alles selbst erreicht? Oder hat ihnen jemand oder etwas dabei geholfen?